Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend haben wir Sonntag, den 23. September. Inzwischen ist der Sommer vorbei und der Herbst angefangen und dieses blöde Saturnalienfest, das die meisten Leute unter Weihnachten kennen, kommt auch schon wieder mit großen Schritten an. Bei uns gibt es, glaube ich, hier im Carrefour schon die ersten, ich wollte gerade sagen, Ostereier zu kaufen, aber nein, Weihnachtsmänner und so ein Blödsinn, die fangen immer früher an, das ist unglaublich. Meine Mutter sieht das immer, wenn wir einkaufen gehen, ich sehe das immer gar nicht, ich gucke da gar nicht hin. Auf jeden Fall haben wir uns heute Abend hier eingefunden, um die zweite Lesung zu machen von Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht, das fantastische Buch von Henry Gretton Guinness, das er 1888 veröffentlichte und das Bruder Maximilian, der heute Abend leider aufgrund von persönlichen Umständen nicht bei der Lesung live dabei sein kann, übersetzt hat. Ich habe mir im Laufe der Woche die Arbeit gemacht, bereits den dritten Vortrag, das sind bereits die ersten knapp 100 Seiten in dem Buch, übersetzt, um das alles durchzulesen und vorzubereiten. Und ich kann euch sagen, es wird eine wunderbare Reise werden, dieses Buch zu entdecken, dieses Buch meinen deutschen Brüdern und Schwestern vorzutragen. Ich habe selten bei einer Lesung so darauf gebrannt, das zu tun. Und ich will heute auch gar nicht eine allzu große Einleitung machen. Ich möchte nur kurz zwei Dinge loswerden. Das erste ist, ich habe vorhin auf mein heute veröffentlichtes Video oder gestern veröffentlichtes Video von Hinter den Diktatoren einen Kommentar bekommen, der mich ein bisschen zum Lachen gebracht hat, aber den ich trotzdem, eben weil er zweimal war, dann auch gelöscht habe. Ich habe hier eine Kopie meiner originalen E-Mail. Ein sicherer Karl-Heinz Müller schreibt hier, es heißt übrigens, den Drahtziehern auf die Schliche gekommen. Ändert das, wirst sehr unprofessionell. Er hat dann später wohl seinen Fehler bemerkt und hat seinen Kommentar bearbeitet und das rausgenommen. Aber es ist wieder so eine typische Person, die nichts anderes zu sagen hat, außer mich auf irgendwelche Fehler oder angeblichen Fehler in meiner Sendung zu weisen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, den Drahtziehern auf der Schliche ist ja gar nicht verkehrt. Den Drahtziehern auf die Schliche gekommen ist dasselbe in einer anderen Zeit sagen. Also, mein lieber Karl-Heinz Müller, deine Berichte sind gelöscht, weil du auch die Mühe gemacht hast, den einen und denselben Bericht auf zwei Videos zu posten und so etwas nenne ich Trollen und sowas tue ich weg. So, das zu dem Thema. Ein anderes Thema, Maximilian, der das Buch Romanismus und die Reformation übersetzt, hat mich in der Woche wissen lassen, ich habe hier einen Fehler gefunden in der Übersetzung der Schlachter 2000 im Vergleich zur König James Bibel. Ja, und er hat es mit mir geteilt und ich lasse es euch jetzt mal eben sehen. Wir zeigen das mal eben hier. Es geht um das Buch Jesaja im Alten Testament, Kapitel 8, Vers 20. Da lesen wir in der deutschen Schlachter 2000 Version, zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Was sagt denn die König James? Und übrigens, das ist nur ein Punkt, den er jetzt hier angeholt hat. Je tiefer man die Bibel versteht und je mehr man die zwei Bibeln miteinander vergleicht, die Schlachter und die König James, und man genügend Englisch spricht, um das zu verstehen und für sich selbst in einigermaßen als solche zu übersetzen, desto mehr Fehler bemerkt man. Aber was ist hier der Fehler? Schaut mal, in Jesaja Kapitel 8, Vers 20 in der König James steht geschrieben, To the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Das ist, da hat einer, glaube ich, noch sein Mikrofon auf, check das mal. Das ist meines Erachtens doch ein ganz anderer Sinn, als zu sagen, wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Da steht in der Originalbibel, es ist kein Licht in ihnen. Das ist doch eine ganz andere Aussage, meine ich. Da will ich mir jetzt auch nicht zu lange mit aufhalten. Ich will euch nur sagen, jetzt könnt ihr vielleicht begreifen, warum ich immer und immer wieder eben sage, die König James Bibel ist für mich, das ist meine persönliche Einstellung, die einzige Bibel, an die ich trau bin. Oder an der ich treu bin, sagen wir es mal so. Ja, und dann fangen wir jetzt an mit der zweiten Lesung Romanismus und die Reformation. Wir sind letztes Mal gekommen bis zur Seite 10, hier bei die letzten 25 Jahrhunderte. Ich gehe nochmal eben kurz diesen einen Absatz hier zurück und fange hier an, um weiterzulesen, dass wir wieder ein wenig reinkommen und dass wir sehen, wo wir uns mit beschäftigen. Wir beschäftigen uns hier mit den Prophezeiungen von Daniel aus dem Alten Testament, wie er den Romanismus bereits von heute ungefähr 2500 Jahren zurück vorhergesehen hat.
In diesem Vortrag, sagt der Autor, beschäftigen wir uns mit Daniels politischer Prophezeiung, mit seinen Vorhersagen über die große Macht des Bösen, die ihm im Vierten Reich offenbart wurde und die er in Kapitel 7 seines Buches beschreibt. Ja, in Kapitel 7 seines Buches beschreibt er vier Reiche, vier Königreiche, die auf dieser Erde sein werden. Und zwar, ich nehme mal eben das Bild mit bei, das habe ich natürlich nicht vorbereitet, ich habe einige Bilder, aber das nun natürlich wieder nicht. Das sehen wir in Daniel Kapitel 7, da spricht er von vier Tieren oder vier Biestern, im Gegensatz zu Kapitel 2, wo er von der Metallfigur spricht, die wir auch gerade eben gesehen haben, klein im Bild. Hier zum Beispiel die vier Biester von Daniel, ah, das ist aber nicht die vier, das heißt, warum das denn hier, das ist das. Wenn wir das mal eben anschauen. Das sind die vier Biester, die Daniel damals in seiner Vision in Kapitel 7 gesehen hat. Das erste Königreich, das ist wie ein Löwe. Das zweite Königreich, und das ist natürlich Babylon, das erste. Das zweite ist dann Medo-Persien, wie ein Bär. Das dritte, wie ein Leopard oder auch Panther, sagt man im Deutschen. Das ist Griechenland und dann das vierte unbeschreibliche Tier. Und das ist eben das römische Biest. So, das sagt der Autor hier, das beschreibt er in Kapitel 7 seines Buches. Ja. Bevor wir diese Prophezeiung betrachten, ja, wir werden also Daniel 7 und überhaupt Daniels Prophezeiung noch in Detail betrachten im Laufe dieser Buchlesung, müssen Sie mir kurz gestatten, einige bekannte historische Fakten in Erinnerung zu rufen, die niemand leugnen oder auch in Frage stellen kann. Welche Fakten sind das denn? Nun, die letzten 25 Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte, das heißt die Geschichte der führenden Nationen der Erde seit den großen Tagen oder seit den Tagen Nebukadnezars, ist in zwei chronologisch gleich große Teile geteilt, die jeweils etwa 12,5 Jahrhunderte dauern, also 1250 Jahre. In der ersten Hälfte dieser Periode folgten vier große heidnische Reiche aufeinander in der Herrschaft der damals bekannten Erde, die babylonischen, medopersischen, griechischen und römischen Reiche. Sie dauerten vom 8. Jahrhundert vor Christus, das war der Anfang des babylonischen Reiches von Nebukadnezar, bis zum 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung und endeten mit dem Fall des letzten Kaisers von Rom, Romulus Augustus in 476 nach Christus Zeitrechnung. In der zweiten Hälfte dieser Periode hat noch nie ein großes Reich über die ganze Sphäre regiert, die von diesen alten heidnischen Regierungen beherrscht wurde. Die Macht wurde mehr geteilt und die modernen Königreiche haben die alten Reiche ersetzt. Ein Staatenbund existiert seit 1200 Jahren auf dem Territorium des alten Roms, und kein Monarch hat es je geschafft, sie alle zu unterwerfen. Dies schafft eine breite Unterscheidung zwischen der Antike und der Neuzeit. Und die Trennlinie ist der Fall des alten römischen Reiches, ja, des heidnischen römischen Reiches, die Auflösung der letzten Form der antiken Zivilisation, die unserer modernen christlichen Zivilisation vorausging. Mal eben ein anderes Bild nehmen hier. So, das ist ein schönes altes Bild von dem Buch Romanismus und Reformation von Henrik Rettengenes. Nun, Rom selbst, diese große und antike Stadt, wurde am Anfang der langen Periode, die ich genannt habe, gegründet und existiert daher seit fast 2600 Jahren heute, obwohl sie über viele Jahrhunderte hinweg nur einen lokalen Ruf hatte. Nach und nach gewann sie an Bedeutung und im 2. Jahrhundert vor Christus erlangte sie die Vorherrschaft auf der Erde. Danach war sie etwa 500 Jahre lang die prächtige Metropole, das letzte und mächtigste der vier großen Reiche der Antike, der Sitz ihrer Regierung, das Herz und das Zentrum der damals bekannten Welt. Ninive und Babylon waren zu ihrer Zeit jeweils große Metropolen von wunderbarer Größe, Reichtum und auch großem Einfluss. Aber die Reiche, über die sie herrschten, waren klein im Vergleich zu denen, über die Rom in seinem Zenit der Macht seinen imperialen Einfluss ausübte. Sie waren lange Zeit in der Wertschätzung aller zivilisierten Nationen, wie auch ihrer eigenen, Herren der Welt.
Ihre stolze Vormachtstellung basierte auf einem unübertroffenen Maß an militärischer Stärke und Macht. Es war ein ungeschriebenes Gesetz, nicht von Rechts wegen, sondern von Macht, und sie hat die Welt sich selbst unterworfen. Nicht nur in allen Teilen Europas, sondern auch in Afrika und Asien und vor allem in Rom selbst ist noch immer ein ausreichender Beweis für das weite Ausmaß des Einflusses Roms, den Luxus ihrer Fürsten und Völker und die Raffinessen ihrer Zivilisation. Römische Straßen, römische Lager, römische Bäder, römische Münzen, Statuen, Aquädukte und Überreste jeder Art gibt es sogar auf unserer kleinen Insel in England, von denen einige mit Interesse von den meisten von uns untersucht werden. Römische Gesetze, römische Literatur und das grundlegende Verständnis von der lateinischen Sprache zu den Sprachen des modernen Europa bieten noch deutlichere Beweise für den universellen, mächtigen und lang anhaltenden Einfluss der antiken Meister der Welt. Bis zu Beginn des 4. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung war Rom eine heidnische Stadt. Und der Kaiser war der Hohepriester seiner Religion. Die Ruinen der alten heidnischen Schreine schmücken noch heute die Stadt. Das Pantheon, das heute eine Kirche ist, die der Jungfrau Maria und allen Märtyrern gewidmet ist, war früher ein heidnischer Tempel, der Cybele und allen Göttern der alten Mythologie gewidmet war. Ich habe hier ein sehr schönes Bild vom Pantheon, das weiß ich, weil ich habe das letztens in einer Lesung in Englisch gebraucht. Da hatten wir da auch drüber gesprochen, weil da eben die Figur von Petrus, die heute im Petersdom in Rom steht, ist aus dem Pantheon damals geholt worden. Hier sehen wir das Pantheon, so sieht es heute aus. Und das wurde von einem römischen Kaiser nach Konstantin zur Kirche geweiht. Ich kann euch jetzt nicht mehr genau sagen, welcher das war. Henry Grettenguinness schreibt das hier auch nicht. Aber dieses Pantheon, das ist ein heidnischer Tempel und ihr seht hier auch mit der Kuppel, das ist wie ein Jupiter-Tempel, ja. Das Pantheon war damals ein Hort, an dem man die ganzen Statuen der ganzen Götter, der römischen Götter bewahrte. Und unter anderem die Statue von Petrus, die heute im St. Petersdom steht, wurde hier aus dem Pantheon genommen und dann in den St. Petersdom umgepflanzt. Und da hieß sie dann nicht mehr Jupiter, sondern da hieß sie auf einmal St. Petrus. Aber es ist dieselbe Figur. Aber im 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, sagt der Autor weiterhin, fiel das Heidentum vor dem Glauben Christi nieder, den Rom 3 Jahrhunderte lang verfolgt und zu vernichten suchte. Die Religion Jesus von Nazareth stürzte die Religion des Jupiter Olympus und der Kaiser Konstantin etablierte das Christentum als das Glaubensbekenntnis der Welt. Das ist zumindest, was sie uns nach außen hin glauben lassen. Kaiser Konstantin hat das heidnische römische Reich in 321 nach Christus getauft mit dem Christentum und hat damit im Grunde das Christentum in den großen Abfall geführt. Genau der Abfall, vor den uns Leute wie Paulus in ihren Briefen bereits gewarnt haben. Rom war zu diesem Zeitpunkt Sitz eines christlichen Bischofs geworden. Und in der bald darauf folgenden Teilung und dem Verfall des Römischen Reiches wurde dieser Bischof aufgrund seiner metropolitanen Stellung zu einer Person von großer Bedeutung und zum Oberhaupt des lateinischen Christentums. Das ist Abgefallenes vom biblischen Christentum. Ja? Lateinisches, römisches Christentum ist Abfall aus der Sicht der Bibel. Als andere Herrscher verstarben und die Macht Roms vor den Horden gotischer, das sind hauptsächlich heute Deutsche, ja, die germanischen Stämme, und vandalischer Eindringlinge verschwand, hob das christliche Bistum, das einzige Überlebende der alten Institutionen Roms, seinen Kopf wie ein felsiges Riff inmitten einer wilden Weite von brüllenden Wellen. Es blieb, als alles andere scheiterte. Zuerst war es selbst ein kleines, schwaches, neues Etwas im Schatten einer großen, mächtigen und alten Macht. Aber die Zeit brachte Veränderungen
und allmählich wurde es das stabile, starke und einzige, zwischen Anführungszeichen, alte Ding inmitten der turbulenten, jungen, gotischen Nationen, in das sich die Fragmente der alten römischen Herrschaft langsam kristallisierten. Für diese unhöflichen und kürzlich evangelisierten Menschen war die Kirche von Rom natürlich die Mutterkirche und der Bischof von Rom das Oberhaupt der christlichen Bischöfe. Die Tendenz des lateinischen Episkopats, also des Bischofsamts, das in der alten Weltmetropole inmitten ignoranter, abergläubischer und kindlicher gotischer Nationen thronte, war also zuerst eine monarchische und dann eine kaiserliche Macht zu werden. Diese Tendenz war tief und anhaltend. Sie wirkte jahrhundertelang, bis sie endlich diese einzigartige blasphemische Usurpation und tyrannische Regierung hervorbrachte, die wir heute das Papsttum nennen. Ja, da möchte ich mal kurz einen kleinen Kommentar drauf geben zur Begriffserklärung. Blasphemisch, das steht für gotteslästerlich, und Usurpation ist das Aufsaugen, ja, das Übernehmen eines anderen. Dass wir diesen Satz alle richtig verstehen. Sind ja teilweise nicht so wirklich alltägliche Worte hier in dem Buch mit drin. Der Aufstieg dieser Macht schritt, wie alle großen Zuwächse, stetig und langsam voran. Von der Mitte des 5. Jahrhunderts bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, das heißt zwischen 8 und 900 Jahren, wurde sie immer größer und größer, stieg immer höher, streckte ihre Zweige weiter aus und machte immer extravagantere Ansprüche und neue Ansprüche. Ein Mangel an zur Verfügung stehender Zeit macht es mir natürlich schwer, den Aufstieg der kirchlichen Macht noch detaillierter zu schildern. Vom Mittelalter bis hin zu den ungeheuerlichen Ausmaßen, die sie im 13. Jahrhundert annahm. Nach der Bekehrung Konstantins, der sogenannten Bekehrung Konstantins, weil Konstantin starb als Heide, er war niemals ein Christ im biblischen Sinn. Als das Christentum die etablierte Religion der römischen Welt wurde, die aufgedrückte Religion, das Christentum ist hier das lateinische Christentum. Ja? Als das die etablierte Religion der römischen Welt wurde, ging die Kirche schnell von einem Zustand der Verfolgung, Armut und Not zu einem Zustand der Ehre, des Reichtums und der Leichtigkeit über. Und sie verlor ebenso schnell von ihrer frühen Reinheit. Begehrlichkeit und Gier kamen herein wie eine Flut, und die kirchliche Macht wurde zu einem Objekt eifrigen Strebens, selbst für gottlose Menschen. Der Bischof war ein reicher, einflussreicher, weltlicher Würdenträger statt eines bescheidenen christlichen Pastors. Opulenz strömte über das Priestertum ebenso wie die Ängste und Zuneigungen ihrer Bekehrten. Und ihre intellektuelle Überlegenheit über die barbarischen Nationen hatte den Effekt, dass ihre Überlegenheit noch mehr zunahm. Die Zeit kam, als sie allein den Anschein des Lernens beibehielten. Dass sie Verträge anfertigten, Dokumente schrieben oder Fürsten das Lesen beibrachten. Durch eine Vielzahl von schmutzigen Betrügereien gelang es ihnen, der Kirche immensen Reichtum und einen enormen Anteil des Landes zu sichern. Nun kann man sich natürlich fragen, Jörg, von welchen Betrügereien, mit denen die Kirche große Reichtümer erworben hat, spricht der Autor hier? Da möchte ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen. Das kann man in anderen Büchern tun. Ich weiß nicht, ob das hier in diesem Buch später noch vorkommt. So auswendig kenne ich es nun auch nicht. Aber wir sprechen hier zum Beispiel von der Schenkung von Konstantin. Das kann ja jeder im Internet sich gerne mal anschauen. Das ist übrigens auch etwas, was als Thema vorkommt in dem Buch Die Frau und das Tier. Das möchte ich euch gerne mal eben zeigen, für diejenigen, die das noch nicht kennen. Das ist ein Buch geschrieben von Dave Hunt. 500 und ein paar zerquetschte Seiten ist das Buch groß. Hier haben wir das Bild. Möchte ich euch mal eben zeigen. Das ist Die Frau und das Tier von Dave Hunt. Und in dem Buch, das hat Tom Fress vor einigen Jahren auf Inquisition Update in Englisch gelesen, in dem Buch kommt unter anderem kommen zwei Dinge vor, mit denen die römisch-katholische Kirche behauptet, dass sie das Recht hätte, sich den Reichtum auf dieser Erde anzueignen. Der eine Punkt ist die Schenkung von Konstantin,
The Donation of Constantine, wie es im Englischen heißt. Und das andere sind die pseudo-isidorischen Dekretale. Da kommen wir, glaube ich, auch in diesem Buch nochmal drauf zu sprechen. The Pseudo-Isidorian Decretals. Ja, das sind alles bei inzwischen offiziell anerkannte Lügen. Selbst in der römisch-katholischen Enzyklopädie kann man nachlesen, dass die Schenkung von Konstantin eine Fälschung ist. Und trotzdem gebraucht die römische Kirche das bis heute, um bestimmte Dinge sich anzueignen und zu rechtfertigen. Ach ja, da haben wir das Recht für, weil. Das Buch Die Frau und das Tier kann ich empfehlen zu lesen. Ich habe es selbst nie ganz gelesen. Das ist auf 500 Seiten, wie ich sage, sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Da fehlt mir einfach die Zeit so. Aber ich habe einen großen Teil der Lesung von Tom Fress verfolgt. Und das ist genauso gut wie das Buch selber lesen, sogar noch besser. Deswegen seid ihr ja auch hier und hört meiner Lesung zu, weil oftmals etwas Vorgelesenes und Besprochenes einem noch mehr Informationen gibt, als nur still und alleine für sich selbst zu lesen. Und das Buch gibt es halt in Deutsch und in Englisch und da kommen unter anderem diese Themen drin vor. Also das kann ich jedem anraten. Ich bin noch nicht so weit in dem Buch, sonst würde ich euch wahrscheinlich sagen, da kommt es auch drin vor. Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Ich hatte ja schon öfter erwähnt, dass ich das Buch von Henry Charles Lear lese. Das tue ich ja auch. Das Problem ist nur, ich habe bis jetzt 22 Teile davon gelesen und noch keins veröffentlicht, weil mir einfach die Zeit auf dem Kanal fehlt. Aber das wird demnächst auch noch kommen. Das sind 3 Bände über die Inquisition, eben auch über die Entstehung der römisch-katholischen Kirche. Und da kommen die Dinge auch drin vor, auf diesen knapp 2000 Seiten in den 3 Bänden. Also es gibt viele Plätze, an denen man sich darüber informieren kann. Henry Gretton Guinness, wenn er auf jedes Detail in seinem Buch so tief eingehen würde, wie zum Beispiel jetzt die Schenkung von Konstantin oder die pseudo-isidorischen Dekretale, dann hätte sein Buch keine 400, sondern eher 4000 Seiten wahrscheinlich bekommen und dann würde kein Mensch sich da mehr dran wagen, um das zu lesen. Wie man an solchen Büchern sieht, wie zum Beispiel Horae Apocalypticae, das knapp 2000 Seiten hat, oder das originale Fox's Book of Martyrs oder James Atkin Wileys Geschichte des Protestantismus, 3 Bände, auch knapp 2000 Seiten. Da gehen die Leute nicht so leicht mit dran. Also von daher ist dann so eine Besprechung wie hier, denke ich mal, ganz gut, in der wir ein paar von diesen Punkten kurz ansprechen können und sagen können, schaut, das und das liegt daran zugrunde, das und das, meint der Autor hier, ist der Grund, weshalb die Kirche sich Reichtum im Grunde einverleibt hat, der ihr nicht gehört, durch eine Vielzahl von schmutzigen Betrügereien, die dann halt im Laufe der Zeit auch ans Licht gekommen sind. Wie gesagt, die Schenkung von Konstantin ist von der römisch-katholischen Kirche selbst als Fälschung inzwischen anerkannt. Was aber nicht heißt, dass sie sich da nicht trotzdem noch drauf beruft. Also, aber sie erkannten ihre eigene Unterwerfung unter die weltliche Macht und respektierten sich und die Unabhängigkeit des anderen. Der Anspruch auf Vormachtstellung der Bischöfe Roms über andere Bischöfe entstand jedoch schon bald, am Anfang überhaupt nicht, aber bald entstand er, manchmal auf dem einen, manchmal auf dem anderen Boden. Es dauerte allerdings noch lange, bis dieser anerkannt wurde. Die päpstliche Autorität machte bis zum Ende des 6. Jahrhunderts keine großen Fortschritte über die Grenzen Italiens hinaus. Zu dieser Zeit war der berühmte Gregor der Erste, ein talentierter, engagierter und ehrgeiziger Mann, Bischof von Rom. Er steht am Schnittpunkt der antiken und mittelalterlichen Geschichte und sein Einfluss wirkte sich deutlich auf das Wachstum des lateinischen Christentums aus. In seiner Korrespondenz und im Schriftverkehr mit anderen Bischöfen und mit den Herrschern Westeuropas, mit denen er ständig in Verbindung stand, stellte er seine eigene Position sehr hoch. Behauptungen, die bisher nur gelegentlich vorgebracht wurden, wurden nun systematisch vorangetrieben und durchgesetzt. Ein oft angebrachtes Thema betraf die Macht, welche den Bischöfen Roms durch den Besitz der Schlüssel zum Himmelreich, die Petrus und seinen Nachfolgern anvertraut waren, verliehen wurde. Die gotischen Nationen waren zu unwissend, um die Haarspaltereien, die Sophistik und Kasuistik dieses klugen und entschlossenen Priesters zu entwirren, und sie erlaubten ihm, eine Art Aufsicht über ihre kirchlichen Angelegenheiten zu übernehmen.
So, nun habt ihr gesehen, da sind zweimal Kommentare hier mit drin. Einmal hier ein kleiner, da geht es über die Schlüssel, da geht es um Matthäus Kapitel 16, Vers 18. Und dazu kann ich euch anraten, sieht meine Buchlesung Das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, das Buch, das Martin Luther 1545 veröffentlichte. Und da gibt es eine Spielliste auf meinem Kanal, wie hier steht, YouTube-Playlist, und da könnt ihr euch das drin anschauen. Ja? Vom Teufel zu Rom, das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Ist in der Spielliste drin, Luther 2017. Da sind eine ganze Menge interessante Videos drin. Aber jetzt geht es erstmal um diesen Kommentar hier. Der wird uns nämlich eben ein wenig beschäftigen. Und da gehen wir auch ein wenig von diesem Buch Romanismus und die Reformation gleich mal raus, weil das so immens, immens wichtig ist. Deswegen steht hier, lies erst den Absatz zu Ende. Habe ich gerade gemacht. Dann habe ich hier einen Link zu einem Word-Dokument. Das ist ein Link, den kann jeder auf dem Internet verfolgen. Und da kann er sich das selber herunterladen. Und dann lesen wir mal eben das PDF des Briefes an den Kaiser Mauritius. Also, wir haben hier gerade eben bei Henrik Rettengenes gelesen. Es war zu der Zeit, als die päpstliche Autorität große Fortschritte machte, zu dieser Zeit war es Gregor der Erste, ein talentierter, engagierter und ehrgeiziger Mann. Er war Bischof von Rom. So, und er steht an der Schnittstelle vom antiken von der antiken zur mittelalterlichen Geschichte. Jetzt schauen wir uns doch mal an, was hat er denn geschrieben? Wie gesagt, ihr seht an diesem Link hier, es gibt hier einen Link zu sehr, sehr vielen Briefen, die dieser Bischof von Rom, Gregor, geschrieben hat. Nun, in der römisch-katholischen Kirche, das müssen wir natürlich immer verstehen, in der römisch-katholischen Kirche ist Gregor ein Papst. Für wirkliche Historiker, Menschen, die die Geschichte kennen, ist Gregor der Große oder Gregor der Erste nur ein Bischof von Rom. Und wir werden gleich sehen, warum. Und wir werden auch gleich sehen, warum das so unglaublich wichtig ist. Ja? Also, ich mache das PDF gleich auf. Habt ihr ja gesehen, das habe ich hier bereits schon. Und das werden wir jetzt mal eben lesen. Das ist ein Brief, den der Kaiser, den Gregor, geschrieben hat an den Kaiser Mauritius, das war der zum Ende des 6. Jahrhunderts regierende Kaiser in Konstantinopel. Weil wir wissen ja, dass mit Konstantin nicht nur das heidnische römische Reich durch das Christentum getauft wurde, sondern wir wissen auch, dass Konstantin den Kaisersitz nach Byzantien verlegt hat und die Stadt dann umgenannt wurde in Konstantinopel. Heute ist das, meine ich, Istanbul. Es ist dieselbe Stadt, Konstantinopel. Und der Gregor der Große hat viele verschiedene Briefe geschrieben, die wir in anderen in diesem Dokument hier finden. Und ich habe mir natürlich aufgrund der Recherche, die ich zu dieser Buchlesung Romanismus und die Reformation gemacht habe, die Mühe gemacht, diese Dinge rauszusuchen. Und diesen Brief, den ich hier jetzt auf zwei Seiten reduziert habe, also den habe ich nicht reduziert, sondern der ist zwei Seiten lang, habe ich rausgeholt aus einem Dokument von, ich glaube, 500 Seiten, voller Briefe von Gregorius. Hat eine Weile gedauert, aber ich habe es gefunden. Und jetzt lese ich euch das vor. Und warum? Das ist unglaublich wichtig. Warum? Weil Henrik Rettengenes, warum? Weil Henrik Rettengenes hier deutlich sagt, es ist Gregor der Erste, der an den Schnittpunkt der antiken und mittelalterlichen Geschichte steht. Er ist derjenige, der an der Schnittstelle steht, von wo es noch einerseits der Bischof von Rom war und dann andererseits auf einmal der Papst war. Etwas, was man in römisch-katholischer Geschichte natürlich nicht gelehrt bekommt, weil die behaupten, apostolische Nachfolge seit Petrus. Sie behaupten, Petrus war in Rom, was eine Lüge ist. Da habe ich im Augenblick, bin ich beschäftigt, da eine Sendung mitzumachen im Englischen. Bereits haben wir da 14 Sendungen, glaube ich, von gemacht. Heute Nachmittag noch die letzte. Um ganz deutlich anhand der Bibel und der Geschichte zu beweisen, dass der Apostel Petrus niemals in Rom war. Aber der Papst behauptet, er ist der apostolische Nachfolger von Petrus, der erste Papst war. Und wir lernen jetzt wirkliche Kirchengeschichte, dass bis zu Gregor dem Ersten es überhaupt gar keinen Papst gab, sondern nur einen Bischof in Rom. Nun, was schreibt denn dieser Gregor an den Kaiser Mauritius,
dem, wo wir gerade eben hier gelesen haben, ja, wo war das denn hier? Sie respektierten die Macht und die Unabhängigkeit der anderen. Der Anspruch der Vormachtstellung hier, der Bischöfe, entstand jedoch schon bald. Also, in dem Augenblick, wo Gregor den Brief hier schreibt, ist er normal der Bischof von Rom und vielleicht der Vorsitzende Bischof der westlichen Kirche, aber nicht ausgesprochen, nicht schriftlich bestätigt auch nicht. Ja, er hat noch keine Vormachtstellung. Das ist die Geschichte, wo wir hier bei Gregor dem Ersten sind. So, und der schreibt an den Kaiser Mauritius einen Brief vom folgenden Inhalt: Abermalige Rechtfertigung wegen des Kampfes gegen den angemaßten Titel des Patriarchen von Konstantinopel, Verteidigung gegen die Klage, als fänden die Gesandten des Patriarchen in Rom keine gute Aufnahme, da sie doch dem Papste bei der Heiligen Messe assistieren dürfen. Und jetzt fängt sein Brief an. In der Besorgnis, es möchte infolge von Zwietracht unter den Bischöfen die Einheit der Heiligen Kirche leiden, hat die kaiserliche Frömmigkeit sich bereits wiederholt herabgelassen, mich zu ermahnen, ich solle die Gesandten meines Bruders und Mitbischofs Cyriakus wohlwollend aufnehmen und ihnen zu schnellerer Rückkehr verhelfen. Obwohl nun, allerfrömmster Kaiser, alle eure Befehle einsichtsvoll und zweckmäßig sind, so finde ich doch, dass in dieser Ermahnung für mich der Vorwurf der Unklugheit enthalten sei. Könnte ich etwa, wenn auch mein Gemüt von den stolzen und unkirchlichen Titeln nicht wenig verletzt ist, so unklug sein, dass ich nicht wüsste, was ich der Einheit des Glaubens, ganz wichtiger Satz, der kirchlichen Eintracht schulde und den Empfang der Gesandten meines Bruders und seines Synodalschreibens aus Erbitterung über irgendwelchen Vorfall verweigern? So zu denken wäre zu große Gedankenlosigkeit für mich. Etwas anderes ist es, was uns zur Erhaltung der Glaubenseinheit, etwas anderes, was uns zur Herabstimmung des Stolzes obliegt. Es musste also auf die Zeit Rücksicht genommen werden, damit mein Bruder, dem noch alles neu ist, nicht in Verwirrung gerate. Deshalb habe ich seine Gesandten mit vieler Freundlichkeit empfangen. Ich habe alles getan, was die Liebe verlangte, und sie mehr geehrt, als es die alte Gewohnheit mit sich brachte. Ich ließ sie auch mit mir die heilige Messe feiern, denn wenn mein Diakon bei Darbringung der heiligen Geheimnisse dem nicht dienen darf, der die Sünde der Selbstüberhebung entweder begangen hat oder sie wenigstens nicht gut macht, nachdem andere sie begangen haben, so durften doch seine Diener bei der Feier der heiligen Messe mir zur Seite stehen, der ich durch Gottes Gnade in die Sünde des Stolzes nicht gefallen bin. Hier sagt also Gregor der Große, dass er durch Gottes Gnade nicht in die Sünde des Stolzes gefallen ist. Mit anderen Worten erklärt er sich hier beinahe sündenfrei, je nachdem, wie man das jetzt genau interpretiert. Aber gut, lesen wir weiter. Ich war aber bemüht, sagt Bischof Gregor, diesem Bruder und Mitbischof ernstlich zu ermahnen, er solle sich, wenn er Frieden und Eintracht mit allen haben will, des Gebrauches jenes törichten Titels enthalten. Deshalb befiehlt mir die kaiserliche Frömmigkeit in ihren Erlassen, es solle unter uns wegen eines bedeutungslosen Titels kein Anstoß erregt werden. Aber ich bitte die kaiserliche Frömmigkeit doch zu bedenken, dass manche wertlose Dinge zwar höchst unschädlich, andere hingegen sehr schädlich sind. Und jetzt kommt der Satz, der manchen das Gehirn rausblasen wird in dieser Hinsicht. Wenn der Antichrist kommt, sagt Bischof Gregor, und sich für Gott erklärt, wird dies nicht auch sehr bedeutungslos, des ungeachtet aber sehr verderblich sein? Sehen wir auf die Länge des Wortes, so ist es nur eine Silbe. Wägen wir aber die darin liegende Bosheit, so ist es das allgemeine Verderben. Ich, Gregor, behaupte geradezu, wer sich allgemeiner Bischof nennt, also Bischof der Bischöfe, oder so genannt sein will, der ist durch seinen Stolz ein Vorläufer des Antichrists, weil er sich hochmütig über andere erhebt. Das ist der Satz, auf den ich mich so gefreut habe, den jetzt in der zweiten Lesung endlich bringen zu können. Wir hören es von dem Bischof von Rom,
Gregorius oder Gregor selber. Er behauptet, in einem Brief an den Kaiser in Konstantinopel, wer sich allgemeiner Bischof nennt oder so genannt sein will, der ist durch seinen Stolz ein Vorläufer des Antichrists, weil er sich hochmütig über andere erhebt. Lassen wir des Vorläufer weg, der ist durch seinen Stolz ein Antichrist, weil er sich erhebt über andere. Ganz derselbe Stolz verführt ihn, denn wie jener Bösewicht als Gott über alle Menschen angesehen sein will, so erhebt sich, wer immer allein Bischof genannt sein will, über die übrigen Bischöfe. Weil aber die Wahrheit selbst spricht, ein jeder, der sich erhöht, wird erniedrigt werden, so lesen wir es in der Bibel, so weiß ich, dass jede Selbsterhebung umso schneller ein Ende nimmt, je mehr sie sich bereit gemacht hat. Möge also eure Frömmigkeit, spricht er den Kaiser an, denen befehlen, wegen des Gebrauches eines bedeutungslosen Namens kein Ärgernis zu geben, die in stolze Selbsterhebung verfallen sind. Denn ich, Sünder, hier gibt es zu, ein Sünder zu sein, der ich durch Gottes Gnade es mit der Demut halte, bedarf seiner Ermahnung zu Demut. Der allmächtige Gott aber erhalte das Leben unseres erleuchtetsten Herrn auf lange Zeit zum Frieden der Heiligen Kirche und zum Nutzen des Römischen Reiches. Denn des sind wir gewiss, dass ihr, der ihr den Herrn des Himmels fürchtet, zu euren Lebzeiten nicht gestatten werdet, dass irgendein Stolz den Sieg über die Wahrheit erlange. Dieser Brief des Gregorius wurde geschrieben um 594 nach Christus. Und jetzt gehen wir mal kurz zurück in die Buchlesung hier und in den Artikel hier. Und wir lesen aus zwei verschiedenen anderen Brunnen gleich weiter. Aber ich werde erst das hier nehmen. Es geht hier um das Buch, ich habe das extra eingescannt, das ist von Martin Luther. Das Buch Wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Auf Seite 12, wie ihr hier seht, ein von mir rot angestrichener Text, der unglaublich wichtig ist. Mal sehen, ich kann das auch ein bisschen größer machen. Wir müssen ja sowieso nur auf dieser Seite sein. Martin Luther schreibt in seinem Buch Summa. Sie sind Kaiser Phokas Kreatur und Erben. Der hat zuerst das Papsttum zu Rom gestiftet. Dem folgen sie treulich nach. Derselb Phokas, als ein Kaisermörder zu Konstantinopel, schlug seinen Herrn Kaiser Moritz, von dem wir gerade hier gesprochen hatten, Mauritius, ja, das ist nur der deutsche Name davon, Moritz, mit Weib und Kind tot. So schreibt es Luther in seinem Buch. Worum geht's jetzt eigentlich überhaupt? Vielleicht haben einige von euch das auch nicht verstanden. Es geht hier darum, dass wir normalerweise gelehrt bekommen in dieser Welt, hauptsächlich diese verfluchte, verkehrte Sieben-Tags-Adventistenlehre, dass die 1260 Jahre des Regenten des Regententums des Antichristen von 538 bis 1798 gehen. Und Martin Luther in seinem Buch bezieht sich hier auf das Jahr 606, deswegen steht hier unten das in der kleinen Fußnote von mir damit bei. Und Gregorius war der letzte Bischof von Rom, bevor der Bischof der Papst wurde, das heißt, bevor das Regententum des Antichristen begann. Und wer ist derjenige, der nach ihm kam und wie steht das geschichtlich ineinander? Das steht hier beschrieben. Wir lesen das eben. Kaiser Phokas gründet das Papsttum. Dafür kann man dieses Video hier schauen. Den Link werde ich in die Beschreibungsbox des Videos mit reintun, kann man sich anschauen. Unter Phokas, ja, also Kaiser Phokas, in Deutsch mit K geschrieben, sonst mit C geschrieben. Unter Kaiser Phokas in Wikipedia lesen wir das folgende, und das ist einer der wichtigsten Sätze jetzt. Zitat. Phokas, also Kaiser Phokas, der in Konstantinopel das Römische Reich regiert hat, schenkte Papst Bonifatius IV. Im Jahre 608 das Pantheon in Rom. Ihr erinnert euch noch, ich habe euch vorhin das Pantheon gezeigt, deswegen hier habe ich das gelesen. Dieses Pantheon wurde 608, also da sprechen wir nur über ein paar Jahre später, und Bonifatius IV., wir kommen gleich noch zu Bonifatius III., das Pantheon in Rom, der ist 609 zur Kirche weiter. Ja?
Also ich weiß ja nun nicht, welcher bibelgläubige Christ in so ein Gebäude als Kirche gehen will, wenn er weiß, dass das vorher ein heidnischer Tempel war. Aber gut. Phokas wird von der Nachwelt gemeinhin das Verdienst angerechnet, dass der Bau dank dieser Schenkung erhalten geblieben sei. Nachdem Phokas im Jahre 607 ein Gesetz erlassen hatte, durch das er die Würde des ökumenischen Patriarchen, dem Patriarchen von Konstantinopel, nahm, dem Papst übertrug und damit die Rechte Roms auf den Primat der gesamten Kirche anerkannte, wurde mit der Phokassäule 608 das letzte antike Bauwerk auf dem Forum Romanum errichtet, zur Erinnerung an die unzähligen Wohltaten des Kaisers, weil er Italien wieder den Frieden gegeben und die Freiheit verteidigt hat. Sie trug ursprünglich eine goldene Statue des Kaisers und ist noch heute zu sehen. Und jetzt das Ganze mal eben in verständlichem Deutsch. Was steht hier? Phokas hat 607 ein Gesetz erlassen, durch das die Würde des ökumenischen Patriarchen den Patriarchen von Konstantinopel nahm. Also, er hat mit anderen Worten den obersten Bischof der Ostkirche entmachtet und hat die Rechte von ihm auf den Primat des Bischofs von Rom übertragen und damit ihn zum Primaten der gesamten Kirche ernannt. Damit hat der Papst den Titel Pontifex Maximus bekommen, der höchste Brückenbauer. Es geht nämlich um die Brücke zwischen der westlichen römischen Kirche und der östlichen katholischen Kirche. Die waren ja damals schon getrennt. Der Kaiser war in Konstantinopel und hat von da regiert und hatte da seinen eigenen Patriarchen, seinen eigenen Bischof, und Rom hatte seinen Bischof. Aber Rom war in einem Machtvakuum, nachdem Rom, das heidnische Rom, gefallen war, 476. Da haben wir ja gerade von den Henrikerten Guinness drüber gesprochen, wie das hauptsächlich durch die gotischen Nationen angefallen wurde und in 10 Königreiche zerfallen war. Von diesen 10 Königreichen übrigens hat damals dann der Bischof von Rom 3 mit der Wurzel herausgenommen. Die Vandalen, die Ostrogoten und die, ich komme nicht mehr auf den dritten Namen, ist jetzt auch wurscht. Können wir später nochmal nachschauen, kommen wir vielleicht später nochmal zu, um das genau zu lesen. Aber im Endeffekt kommt es auf das Folgende heraus. Wir haben gerade hier den Brief von Gregor gelesen. Gregor schreibt den Brief an den im Augenblick regierenden Kaiser Moritz oder Mauritius und sagt damit, dass er nicht den Titel haben will, Bischof der Bischöfe. Er will nicht der Bischof über die westliche und östliche Kirche sein, weil er sagt, jeder, der sich diesen Titel aneignet, wer so genannt sein will, ist durch seinen Stolz ein Antichrist. Das sagt Gregor der Große. Nur aber nach Gregor der Große geht die Geschichte weiter. Gregor der Große stirbt und Kaiser Mauritius stirbt auch, weil, wie Martin Luther schreibt, Kaiser Phokas, Kaiser Moritz, zusammen mit seinem Weib und seinem Kind ermordet hat. Dass der eine Kaiser den anderen Kaiser totschlägt, ist ja nun schon eine Sache, die wir ja früher auch schon gelesen hatten. Im heidnischen Rom war das ja mehr oder weniger gang und gäbe. Hier ist es auch passiert. Phokas ist ein Kaisermörder, der seinen Vorläufer zusammen mit Frau und Kind erschlagen hat, um selbst den Thron zu übernehmen. Das lesen wir hier bei Martin Luther. Das ist aber nicht der einzige Brunnen, wo man das lesen kann. Aber ich hole halt den mal eben an. Also, Wikipedia sagt uns hier, dass in 609 das Pantheon geschenkt wurde an den Papst Bonifatius IV. Und dass bereits im Jahre 607 ein Gesetz erlassen wurde, durch das der ökumenische Patriarch im Osten den Patriarchen von Rom unterstellt wurde und er das Primat der gesamten Kirche anerkannte. Ja? Und das wurde dann bestätigt mit dieser Säule. Wir sprechen um das Jahr 606-607. Okay. Gehen wir mal eben zurück auf ein anderes Buch, das ich vor einiger Zeit auf meinem Kanal gelesen habe. Das war meine allererste deutsche Buchlesung überhaupt. Alexander Hislop.
in dem Buch von Babylon nach Rom. Auf Seite 231 verweist er auf eine Fußnote Nummer 941 in dem Buch. Und da schreibt Alexander Hislop: Nur ab dieser Zeit, wir sprechen jetzt von 606, nur ab dieser Zeit können die bekannten 1260 Tage gezählt werden. Denn vorher erschien der Papst nicht als Haupt des zehnhörnigen Tieres und als Haupt der allumfassenden Kirche. Nein, weil er war einfach nur ein Bischof in Rom. Aber in 606 ernannte ihn Phokas, den Nachfolger Gregors des Ersten, Bonifatius den Dritten, als Papst. Und er hat sich der Bischof aller Bischöfe genannt. Und das ist genau der Titel, von dem Gregorius meinte, wenn er den nimmt, dann ist er der Antichrist. Man beachte das oben erwähnte Tier, obwohl es durchs Meer ging, immer noch seine ursprüngliche Eigenschaften beibehielt. Das Haupt des Abfalls am Anfang war Kronos, der Gehörnte, und das Haupt des Abfalls ist immer noch Kronos, denn er ist das Tier mit 7 Häuptern und 10 Hörnern. So steht's geschrieben in dem Buch von Babylon nach Rom, das ich auch gelesen hatte. Und wir lesen dann hier ja auch weiter im nächsten Teil. Sein Nachfolger von Gregor, Bonifatius III., trug diese Ansprüche noch höher. Er war der letzte der Bischöfe von Rom und der erste der Päpste. Bonifatius III., der vereint die zwei Titel in sich. Er hat angefangen als Bischof in Rom und hat dann von Phokas den Titel bekommen als der erste Papst. So schreibt der Martin Luther das hier. Geht er darauf genau darauf ein? Nee. Okay, also, das ist ein ganz, ganz wichtiger geschichtlicher Teil, dass wir das gut verstehen. Das Jahr 606-607. Ja? Wir gehen noch mal eben kurz auf diesen Kommentar ein, den ich hier geschrieben hatte. Mal eben gucken. Okay, das habe ich alles vorgelesen, das ist gut. Jetzt sagen wir, okay, wir lernen hier durch Henry Gretton Guinness, dass der Zeitpunkt, an dem das Papsttum die Macht übernommen hat, 606 nach Christus war. Und wir wissen, und da gehen wir auch später in diesem Buch natürlich noch tiefer drauf ein, dass in der Prophezeiung in der Bibel geschrieben steht, dass der Antichrist regiert für eine Zeit von 1260 prophetischen Tagen, das übereinkommt mit 1260 irdischen Jahren, das übereinkommt, wie es in anderen Prophezeiungen steht, von 3,5 Jahren oder 42 Monaten. Das kommt alles immer auf 1260 Tage heraus. Nun, die Siebentagsadventisten und die allgemeine Lehre, die man überall trifft, lehrt von 538 bis 1798, als da der General Berthier von Napoleon geschickt reinkam und den Papst festgenommen hat, entführt hat nach Frankreich, wo er 2 Jahre später dann starb. Das ist das Ende der Totalregierung des Antichristen, und da ist die tödliche Wunde zugeteilt an das Tier, von der wir in Offenbarung 13 lesen. Und ich sage, aufgrund der Nachforschungen von Henry Gretton Guinness auf der einen Seite, von Alexander Hislop auf der anderen Seite und von Martin Luther auf einer dritten Seite, dass das nicht 538 1798 ist, sondern dass das 1866 ist. Und ich beweise das auch noch. Ich habe gleich noch einen kleinen Auszug, und damit werden wir dann heute die Lesung abschließen, die uns das Ende der 1260-Jahr-Regierung angibt in 1866. Und wir werden nächstes Mal hiermit fortfahren, und überhaupt in dem Buch Romanismus und die Reformation werden wir auch hier noch weiterhin sehen, dass wir da weiter drauf eingehen. Also es ist heute im Grunde der Anfang, und nächstes Mal werden wir diesen Teil dieser Lesung zu Ende bringen. Aber es ist ganz furchtbar wichtig, vor allen Dingen, dass wir einen Punkt verstehen. Martin Luther war kein Siebentagsadventist, weil damals gab es die noch nicht. Alexander Hislop war kein Siebentagsadventist, weil damals gab es die Kirche erstmal noch keine 10 Jahre, als er sein Buch bereits fertig präsentiert hatte, 1853. Und Henry Gretton Guinness war auch kein Siebentagsadventist. Also wir haben hier einmal 3 geschichtliche Referenzen, die nicht von den Siebentagsadventisten beeinflusst sind und die aufgrund ganz anderer geschichtlicher, nachvollziehbarer und beweisbarer Fakten sagen, dass das Regententum des Antichristen, das in der Bibel mit 1260 Tagen, Jahrtagen, 3,5
prophetischen Jahren oder 42 Monaten vorhergesagt war, die Periode von 606 bis 866 ist. Und jetzt die Frage von, ja, was ist denn 866 passiert? Da habe ich noch nie von gehört. Glaube ich. Ich habe mal ein Buch gefunden im Internet, weil ich das wirklich recherchiert habe. Das heißt The Catholics and German Unity 1866 bis 1871, also die Katholiken und deutsche Einheit von 1866 bis 1871 von George G. Wendell. Und Bruder Viktor, der ja hinter den Diktatoren übersetzt hat, hat sich letztens bereit erklärt, als ich ihn gebeten habe, ein paar Seiten aus diesem Buch zu übersetzen. Ich werde sie eben alle lesen, aber erst zum Schluss kommt der wichtige Punkt. Aber trotzdem, hört gut zu, was ich hier alles schon lese, weil das ist ja ein Buch von in total, ich weiß nicht, 400 Seiten oder sowas, oder 300 und Seiten. Und ich hole da nur diesen kleinen Teil mit raus, weil manchmal muss man wirklich so detailliert sehen, wo steht irgendwas geschrieben. Diese Wahrheit, die wir hier entdecken, ist eine Wahrheit, die muss man wirklich suchen. Die 538, 1798, das steht überall. Das steht über allen Wänden angeschrieben, in allen Zeitungen steht das. Da kannst du Beweise davon sprechen, da kannst du überall finden. Aber die wirkliche Wahrheit versteckt sich oftmals. Und es ist wichtig, dass wir das wahre Regententum des Antichristen kennen. Und ich werde dann nächstes Mal noch mehr darauf eingehen. Das hat ja auch mit dem Vatikanischen Konzil zu tun, 1870. Das hat damit zu tun, dass der Papst sich für unfehlbar erklärte auf diesem ersten Vatikanischen Konzil, weil der Papst eben keine weltliche Macht mehr hatte zu dem Zeitpunkt. Die war ihm gerade genommen worden. Deswegen konnte er spirituell oder geistlich mehr oder weniger, zwischen Anführungszeichen, machen, was er wollte. So. Jetzt werden wir nochmal eben ein anderes Bild reinnehmen und dann lese ich euch das mal vor. Aus diesem Buch, die Katholiken und deutsche Einheit von 1866 bis 1871. Und danke nochmal, Viktor, dass du auf die Schnelle das in der letzten Woche übersetzt hast. Da diese Studie über Bismarck und die Kirche aus Kapitel 7 des Buches, da diese Studie in erster Linie das Wachstum des politischen Katholizismus in Deutschland in den Übergangsjahren zwischen der alten Konföderation und dem neuen Reich untersuchen will, hat sie sich nur selten mit dem Papsttum, der Hierarchie und ihren Beziehungen zu den verschiedenen deutschen Regierungen beschäftigt. Der zunehmende Gegensatz der römischen Kurie, also der Kardinalsversammlung, zu liberalen und wissenschaftlichen intellektuellen Strömungen des 19. Jahrhunderts, die in den Dekreten des Vatikanischen Konzils von 1869, 1870 gipfelten, beeinflusste das Verhältnis der deutschen Katholiken individuell und kollektiv und der Kirche selbst mit diesen liberalen Regierungen. Überdies hatten die diplomatischen Beziehungen zwischen dem Papsttum und den deutschen Regierungen, besonders zwischen dem Papsttum und Bismarck, einen Einfluss auf die Entwicklung des politischen Katholizismus. Schließlich hat der gesamte politisch-religiöse Konflikt die Ursprünge des Krieges von 1870 erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Ja, wir sprechen hier über den Krieg zwischen Deutschland und Frankreich. Es ist daher notwendig, an dieser Stelle die Haupterzählung zu unterbrechen, um diese Entwicklungen in den Bereich der hohen Politik und des richtigen Fokus zu rücken. Belege für Bismarcks Feindseligkeit gegenüber katholischen Politikern wurden bereits mehrfach präsentiert. Nichts in seiner Karriere deutet jedoch darauf hin, dass er religiöse Vorurteile gegen Katholiken als solche hatte. Seine eigenen religiösen Überzeugungen, obwohl tief und aufrichtig, waren sehr unorthodox und nicht von der Art, die zu religiöser Bigotterie führten. Im Allgemeinen hatte er wenig Geduld mit organisierten Kirchen jeglicher Art, denn er betrachtete sie alle im Wesentlichen als eine politische Blockade, die häufig auf dem Pfad dessen stand, was er erreichen wollte. Während seines Aufenthalts als preußischer Abgesandter des Frankfurter Reichstages misstraute er dem Papsttum hauptsächlich wegen des engen Bündnisses, das damals zwischen der Kurie und den Habsburgern bestand. Seine Abneigungen gegen den politischen Katholizismus scheint grundlegend durch die Ereignisse von 1866 begründet. Abgesehen von den ständigen Schwierigkeiten, mit denen er als preußischer Ministerpräsident im Umgang mit den polnischen Katholiken konfrontiert war, gibt es vor diesem Zeitpunkt kaum Anzeichen vor Spannungen. Der junge Bismarck beschimpfte 1851 die preußischen Katholiken als die loyalsten Untertanen des Königs und in den 50er und frühen 60er Jahren betrachtete er offenbar den katholischen Klerus des Rheinlandes zusammen mit dem Landadel im Osten als Hauptbollwerk gegen den bürgerlichen Liberalismus. Etwas Ähnliches war noch 1866 sichtbar, denn die katholischen Massen des Rheinlandes scheinen eine der Hauptgruppen gebildet zu haben, auf die sein Vorschlag zur Reform der Landtage ansprechen sollte.
Er erhoffte sich, durch das Eintreten für ein allgemeines, gleiches Wahlrecht zusammen mit anderen in den unteren ökonomischen Schichten das monarchische Prinzip zu verteidigen, um erneut dem Einfluss der liberalen Bourgeoisie entgegenzuwirken. Es gibt keine Beweise dafür, dass er jemals beabsichtigte, durch die Verschmelzung des protestantischen und des katholischen Glaubens eine einzige nationale deutsche Kirche zu gründen, wie einige Katholiken während des Kulturkampfes natürlich behaupteten. Während der ersten 18 Monate nach dem Ende des Krieges mit Österreich war Bismarck, wie oben angedeutet, mit dem entschiedenen Antagonismus einiger katholischer Politiker konfrontiert, als er sich bemühte, den Norddeutschen Bund zu gründen und Verbindungen zwischen ihm und dem Süden zu schmieden. Ihr Widerstand war im Allgemeinen unwirksam, aber immer irritierend. Polnische Delegierte im Reichstag protestierten wiederholt gegen die Aufnahme irgendeines Teils ihrer nationalen Texte in den deutschen Staat. Der Hannoveraner Katholik Windthorst weigerte sich hartnäckig, seinen Kampf für die abgesetzte Welfen-Dynastie aufzugeben. Preußische Katholiken wie Mallinckrodt verurteilten den Bismarckbund mehr als einmal im Namen der abstrakten Gerechtigkeit. In Süddeutschland verschwand die mürrische Annahme der militärischen Entscheidung allmählich und wurde, besonders seitens der Katholiken, durch seine heftige Feindseligkeit gegenüber Preußen ersetzt, besonders nach der Veröffentlichung der Geheimverträge Anfang 1867. Die ständige Häufung dieser kleinen Missstände veranlasste Bismarck, einige Monate nach dem Krieg sich gründlich zu ärgern. Er schrieb im Dezember 1866 an Arnim in Rom, die katholische Fraktion sei die feindlichste Gruppe im preußischen Abgeordnetenhaus und bezichtigte sie eines Antagonismus gegenüber der Regierung, der sogar den der roten Demokratie übertraf. Bismarcks Auffassung, wie er mit diesem Problem umgehen soll, enthüllt seine wenigen politischen blinden Flecken. Damals, wie auch später, neigt er dazu, die Unnachgiebigkeit der deutschen Katholiken direkt dem Papsttum zuzuschreiben, ohne zu erkennen, dass ihre Feindschaft gegen ihn sehr aus Unmut über seine rücksichtslose Zerstörung der alten Ordnung in Deutschland entstand. Durch Druck auf den Vatikan versuchte Bismarck also zunächst, die katholische Opposition zu beenden. Und jetzt kommt's. Die Niederlage Österreichs hatte die Gefahr, dass die italienische Regierung Rom gewaltsam besetzen könnte, enorm erhöht. Zumal der geplante Abzug französischer Truppen im Dezember 1866 praktisch unverteidigt bleiben würde. Mit anderen Worten, deswegen habe ich den Satz grün angestrichen. Der Vatikan wurde damals von französischen Truppen in den Stürmen des Europäischen Krieges und vor allen Dingen des Italienischen Krieges, wo begann sich eine Republik zu gründen, wurde bedroht. Und französische Truppen haben den Vatikan beschützt. Und jetzt wurden diese französischen Truppen im Dezember 1866 abgezogen und ließen den Vatikan gegenüber der Garibaldi und seiner Politik in Italien, um dort eine Republik zu gründen, schutzlos. Und was passiert, wenn man schutzlos ist? Man verliert seine Macht, ne? Und deswegen ist es 1866-1867, weil es geht hier um den Dezember und Anfang 67. Also, wir fahren weiter und lesen. Im Herbst desselben Jahres nahm die römische Frage die Aufmerksamkeit der preußischen Diplomatie auf sich. Antichrist Papst Pius IX. Versuchte, ein mögliches Heiligtum in der Hohenzollern-Domäne einzurichten. Der oben erwähnte Brief an Arnim war der Beginn eines nicht zu subtilen Versuchs, den Papst zu erpressen, unter der Annahme, dass es in seiner Macht stand, die Obstruktionspolitik katholischer Abgeordneter im preußischen Landtag zu beenden. Bismarck schrieb, Zitat, wenn Rom weder den Willen noch die Macht hat, einen beruhigenden und mäßigenden Einfluss auf seine Anhänger auszuüben und sich in die Angelegenheiten der Regierungen einmischt, welches Interesse haben Regierungen dann, sich der Sache des Papstes anzunehmen? Und darüber bekommt ihr jetzt eine ganze Woche Zeit, um drüber nachzusinnen oder in der anschließenden Diskussion dieser Buchlesung
diese Dinge zu besprechen, weil die Stunde der Lesung ist für heute vorbei. Ich hoffe, dass ihr verstanden habt, warum dies ein Punkt ist, der mir unglaublich am Herzen liegt und dass wir verstehen, dass es verschiedene historische Fakten geben, die auf eine andere Periode der 1260 Jahre des Regierens des Antichristen, wie es in der Bibel beschrieben steht, hinweisen. Nämlich 606 bis 1866, die französischen Truppen, die damals abgezogen wurden und den Vatikan hilflos da ließen. Und da muss man natürlich wissen, dass der Vatikan, oder besser gesagt der Papst im Vatikan, sich eingeschlossen hat ab 1870. Okay, es gab das Vatikanische Konzil, das ist richtig, aber der Papst hat zwischen 1870 und 1929, als Mussolini mit dem Lateranenvertrag die Wunde geheilt hat, der Papst hat in der Zwischenzeit den Vatikan nie verlassen. Und das sind Dinge, die werden eben so nicht gelehrt. Und deswegen habe ich euch die heute hier in dieser Lesung beigebracht, weil Henry Gerten Grinnes gleich am Anfang auf dieser Periode der 1260 Jahrtage Regierung des Antichristen eingeht und das deutlich eine andere Periode bespricht als die, die allgemein, nicht nur von den Siebentagsadventisten, aber allgemein gelehrt wird. Das ist nämlich die allgemeine Lehre von 538 bis 1798. Und wir lernen hier von 606 bis 1866. Jetzt bin ich kein Korinthenkacker und es kommt mir jetzt nicht nur per se auf die Jahrzahl drauf an. Aber jemand, der immer nur diese eine Zahl sagt und niemals davon spricht, dass es auch historische, faktische, geschichtliche Beweise gibt für eine andere Periode und da nie drüber spricht, der macht sich in meinen Augen verdammt suspekt. Und das sollte er in euren auch. Und das ist wieder mal ein Beweis, wie wichtig eigene Nachforschungen sind. Und an der Basis all dieser Nachforschungen liegt die Bibel. Das einzige bewahrte, wahre Wort Gottes, das wir heutzutage noch haben. In der König-James-Bibel im Englischen und mit Abstrichen in der Schlachterbibel 2000. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, für eure Kommentare, für eure Fragen und ich hoffe, ihr kommt nächstes Mal zurück und werdet in der Zwischenzeit eure eigenen Nachforschungen zu diesen und anderen biblischen Themen anstellen. Und vergesst nicht, dass die Bibel als erstes da ist, um Nachforschungen anzustellen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.